Salze entstehen, wenn Säuren auf Metalle einwirken, haben wir aufgeschrieben. Schauen wir uns den Versuch dazu an. Ihr seht hier 9 Gläser stehen und 3 Säuren. Ich habe die Schwefelsäure, ich habe die Salzsäure und ich habe die Salpetersäure. Und ich habe jeweils 3 Gläser. Beim ersten Glas in der Dreierreihe liegt immer Zink. Zink ist das Metall, das wir schon verwendet haben. Bei dem zweiten Glas liegt immer ein Kupferteilchen. Kupfer kennen wir. Hier zeige ich euch, wo ich es runtergeschrieben habe. Da sehen wir auch ein bisschen Grünspan drauf, wenn Kupfer reagiert mit seiner Umgebung. Und das dritte, was wir haben, ist ein Magnesium. Magnesium ist dieses Band. In der dritten Klasse habe ich euch gezeigt, dass das ganz hell brennt. Drei unterschiedliche Metalle, drei unterschiedliche Säuren. Und wir schauen, wie das Metall mit der Säure reagiert. Das heißt, ich gebe immer hinein Zink, Kupfer, Magnesium. Nächste Säure wieder Zink, Kupfer, Magnesium. Nächste Säure Zink, Kupfer, Magnesium. In der Theorie haben wir aufgeschrieben, es entsteht dabei immer ein Salz plus Wasserstoff. Wenn wir die Schwefelsäure verwenden, dann haben wir gesagt, die Stoffe der Schwefelsäure sind Sulfate. Das heißt, was hier passiert, ist, dass die Schwefelsäure entweder stark oder schwach mit dem Metall reagiert. Wenn es reagiert, dann entsteht ein Salz von der Schwefelsäure, ein Sulfat. Ein Zinksulfat, ein Kupfersulfat, ein Magnesiumsulfat. So einfach ist es vom Namen. Die Salzsäure bildet Chloride. Auf Zink kennen wir, reagiert, steigt ein Gas auf. Bei diesem Gas wissen wir, dass es sich um Wasserstoff handelt. Hier ist es am leichtesten nachzuweisen. Den Versuch haben wir schon oft gemacht. Ich sammle das Gas da nur kurz auf. Da kann man auch sehen, dass wirklich Wasserstoff entsteht, weil die zwei am nettesten miteinander reagieren. Bravo. War zu wenig. Geben wir noch ein bisschen was drauf. Das heißt, Salzsäure und Zink kennen wir. Ich gebe die Salzsäure inzwischen auch auf Kupfer drauf. Und ich gebe die Salzsäure auf Magnesium drauf. Und beim Magnesium merken wir, nehmt den noch dazu, Magnesium reagiert am schnellsten und am heftigsten. Mein Plopp bleibt noch aus vom Wasserstoff. Magnesium löst sich sehr gut in der Salzsäure auf, weil es ein sehr unedles Metall ist. Okay, vergessen wir den Nachweis, da botzt sie derzeit gerade. Und die Salpetersäure hatten wir schon auf Kupfer gesehen, dass sie ganz brav reagiert. Hatten wir mit der Centmünze. Und dann sehen wir, was die Salpetersäure mit Zink macht, mit Kupfer macht und mit Magnesium macht. Wir sehen, dass die Salpetersäure hier sehr heftig reagiert mit Magnesium. Auch das Zink zerlegt sich und das Kupfer bekommt wieder diese Farbe, die wir schon kennen und die wir auch hier von dieser Kupferplatte kennen. Hat nichts zu tun, dass da Magnesium draufkommen ist auf die Kupferplatte. Das heißt, die Stoffe zersetzen sich schneller oder langsamer in den Säuren. Manche lösen sich ganz auf. Das Magnesium hat sich hier schon komplett aufgelöst. Das heißt, da ist ein Magnesiumnitrat enthalten. Wir müssten die Salpetersäure verdampfen, dann bleibt das Nitrat über. Hier kennen wir es, ein Kupfernitrat, Nitrate immer die Salze von der Salpetersäure und ein Zink. Wir sehen eben, reagieren unterschiedlich stark miteinander. Am wenigsten reagiert es hier bei der Schwefelsäure. Wir sehen das Magnesium hier bei der Schwefelsäure und sehen da gar nichts mehr von dem Magnesium, das wir in die Salzsäure gegeben haben. Das heißt, das hat sich schon komplett aufgelöst und ist ein Magnesiumchlorid geworden.
Eine Art, wie Salze entstehen. Metalle wirken auf, oder Metalle und Säure reagieren miteinander.